willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Final Fantasy 7 mal wieder. Wir sind immer noch auf der PlayStation 4 unterwegs und wir haben Arius in der Kirche gerettet und jetzt bringen wir sie nach Hause. Und so erstmal gucken, ob sie überhaupt lang geht. Das ist, glaube ich, schon alles richtig. Aha, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, da ist es doch. Hier ist es zu Hause. Ich bin zurück, Mama. Das ist Alpenex, mein Leibwächter. Leibwächter? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt? Ich bin in Ordnung. War Alpenex bei mir? Oh, super Deutsch. Danke, Alpenex. Und was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Ja. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Also Sektor, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen zu lassen? Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bring Alpenex zu Sektor 7. Ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht. Arius, bitte geh und mach das Bett. So, dann gucken wir jetzt mal, wo Arius ist. Sprechen wir erstmal mit ihrer Mutter. Deine Augen glänzen so. Du bist Soldier, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Arius etwas zu sagen? Ja, das ist ja nett, ne? Um nach Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6. Es ist gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Alpenex, gute Nacht. Oh Mann. Du wirkst recht müde. Ich habe lang nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau die richtige für dich. Ich bin nicht interessiert. Ich muss eingeschlafen sein. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich müsste das alleine schaffen. Moment, da ist was. Trank. Phönixfeder. Yes. Oh oh. Erwischt. Ich habe gedacht, die Turks kommen. Schlaf ein bisschen. Mann, ich muss da leise dran vorbei. Diesmal fängt mich niemand.
Mann, wie langsam soll ich denn noch laufen? So, diesmal aber. Geht doch. Und ab raus hier. Oh, da liegt eine Materia. Oh, da liegen mehrere Sachen. Äther. Materia Schutz. Was hat die denn für einen Nutzen? Okay. Warten wir mal noch, bis wir was haben, wo wir die auch noch reinsetzen können. Hier in der versteckten irgendwas? Ne, leider nicht. So, dann mal los. Auf zum Sektor. Du bist aber sehr früh auf. Ich konnte dich nicht bitten, mitzugehen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich werden könnte. Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6 und zu Tifas siebten Himmel zu gelangen. Ich bring dich dorthin, komm mit. Muss ich erstmal jetzt den Überblick finden. So, den drücken wir direkt erstmal rein. Ja, die muss ihre Heilungsdings da raushauen. Hier Limit auch los. Beschleunigen. So. Blitz. Ich hoffe, das wirkt bei allen. Jo. Ah, guck mal, reicht sogar bei den allen. Wir jetzt drauf. So. Die Feinde haben wir dann jetzt auch direkt. Wir sammeln ganz gut Geld, ey. Mann. Hier hoch. War da was? Nein, da war nichts. So, dann hier lang. Das Tor zu Sektor 7 ist dort drüben. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Bring sie nach Hause. Ist das nicht ein Umweg? Ich denke schon. Können wir eine Pause machen? Ich kann nicht glauben, dass es immer noch hier ist. Alpenix, hier drüben. Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, als Soldier. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War es dir ernst? Nein, aber für eine Weile mochte ich ihn schon. Vielleicht kannte ich ihn. Wie heißt er? Ist wirklich nicht wichtig.
was. Oh, da hinten. Tiefer. Das Mädchen in dem Wagen war tiefer. Wohin fuhr sie? Sie sah komisch aus. Warte. Ich laufe alleine weiter. Geh heim. Schnell meint er. Ein ziemlich gefährlicher Ort, vor allem für Mädchen. Wir müssen tiefer schnell finden. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.